Herzlich willkommen wieder zurück. Es gab ja erstmal eine kleine Pause und wir sind jetzt an einem Stück angekommen, was echt strange ist, muss ich schon sagen. Ich habe echt die ganze Zeit überlegt, wie man hier überhaupt irgendwie vorankommt, weiterkommt und ich habe keine Ahnung. Letztendlich, ich habe keine Ahnung. Ich habe mir die letzten anderen Folgen mal nochmal angeguckt, auch nochmal das Ende und ich habe keine Ahnung. Ich stürze mich einfach jetzt mal blindlings wieder hier rein und hoffe, irgendwie eine Lösung zu finden. Ja, wir werden ja jetzt irgendwie vom starken Schatten verfolgt und ja, mal schauen, wie wir das irgendwie hinbekommen. Ich habe auch keine Ahnung, ob mir irgendwie das Gestrüpp noch hilft. Außer dass es mir im Weg sein kann. Und wächst und wächst und wächst. Und am Ende war ja dann noch so eine Art, diese Katapultviecher. Naja, mit dem Sonnenlicht hier bei uns. In diesen. Vital, oder wie auch immer, Vitalfee steuern kann. Ja. Irgendwo muss hier was sein. Man muss ja irgendwie dort zu den Abgrund kommen. Ist nur die Frage, wie. Vielleicht. Habe keine Ahnung, ich kann ja echt einfach nur noch probieren, weil ich sowieso keine Ahnung habe, ob und wie, wo ich hinschießen muss, weil irgendwie. Ja. Schießt gar nicht auch dort weiter. Okay, gut zu wissen. Nein, lauf, 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 lauf. Irgendwas fehlt mir. Ich muss, glaube ich, das Gefühl, ich muss irgendwie eine Brücke bauen. Na, geh weg. Strüpp. Die haben ja bloß eine gewisse Grenze, wie die wachsen. Das ist komisch. Da wächst ja da draußen irgendwas. Kann man auch nicht irgendwie was kaputt machen oder so? Schalter drücken.
kann mir nicht vorstellen, dass wir das Ding besiegen müssen oder bekämpfen müssen, weil die. Ach du Scheiße, das ist ja schon dort. Muss ja irgendwo was geben, wo die Pflanze einen Sinn hat. Ich weiß dann zwar noch nicht welchen, aber irgendwo muss der Sinn sein. Gott. Es kommt beträchtlich näher. Kleines Plus mit dem Licht. Gott. Oh Gott. Das wird jetzt auch nichts bringen. Nein. Ah. Gute Frage, nächste Frage. Überlegen mal, was. Es ist ein Schatten. Der Schatten lässt sich durch meine glühende Glühbirne da bewegen. Beziehungsweise so noch steuern. Nee. Aus dem Weg. Vielleicht könnte man das ja aufhalten. Die Schatten mal hier ein bisschen dicht. Wenn es sich überhaupt aufhalten lässt. Na ja, komm, spring. Aber wenn ich da jetzt hinrenne, bin ich tot. Ja. Verdammt. Wenn ich da runter springe, bin ich auch von dem Schatten tot. Alles schlimm ist. Alles klar. Gut. Da geht's nicht weiter. Jetzt frisst die ganzen Schatten auf. Und dann mich. Laufe. Ja, komm, komm. Lauf!
Die Frau, die ist der Hammer. Warum Panik schieben? Warum? Es rennt ja bloß irgendwie ein riesengroßer Schatten hinterher. Ja, komm. Nicht feiern lassen. Tut die blöde Pflanze dort oben schon wieder wachsen. Mag die nicht. Weit ist der Schatten? Oh Gott, der ist ja schon wieder fast in der Nähe. Ah, gut. Dort wächst das Teil. Rummer. Ich muss bestimmt da hochschießen. Das kann ich mir das gerade nicht erklären. Weil die Dorn schießen bis dorthin da nicht durch. So nicht. Ist ja nicht so, dass man auch hier so ein bisschen Zeitknappheit hat. Ja! Oh Gott, war das knapp! Nein! Nein! Sag jetzt nicht, ich muss jetzt da hoch! Verdammt! So für ein Thema, ich hab meine Brücke. Aber ich komme nicht hoch. Verdammte Scheiße! Ja. Oder vielleicht ist die Frau schlau und nein. Das war zu knapp. Nein, hör auf mit Wachsen. Oh, kletter hoch. Oh, ja, genau, die blöde Pflanze. Alles klar, ich muss mich dort oben parken. Dem Baumstumpf runterschießen. Wie auch immer. Und dann habe ich eigentlich meine Brücke. Sehr gut. Los! Die Frau hat alles Schlechte, was man haben kann. Die läuft langsam, die ist tollpatschig, die ist ängstlich, unsicher. Wie die überlebt, das ist der Wahnsinn. Oh, stimmt ja. Hinsetzen. Hinsetzen. Jupp. Könnte knapp werden. Ich glaube noch ausreichend. Ja. Sie dürfen, junge Dame. Schön. Sieht aus wie ein riesen Felsbrocken. Genau, das hab ich schon noch gehört. Ist okay. So, jetzt heißt es tief fallen. Hui. Der Albtraum hört ja gar nicht auf. Gruselig. Ja, ich wollte auch abhauen. Und da war jetzt noch eine Pflanze raus. Alter, was bist du? Ach. Scheiße. Gut. Eben morgen nicht mehr. Immer. Ich möchte. Ich möchte. Ich. Dann halt nicht. Gott, was macht das? Da ist eine Seile. Oh Gott! Das ist nicht mehr nett. Ich da hoch? Ich da hoch? Natürlich nicht.
Das sah gerade komisch aus. Ich dachte, ich komme dort. Ja, ich muss. Ich will auch immer nur. Wie auch immer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lass mich in Ruhe. Ah, da ist der große. Der große Stachel, wollte ich gerade sagen. Den brauche ich, um die kleinen Viecher runterzuholen. Also, meine. Ich. Ja, auch immer. Aber die sind eigentlich so wie ich. Oh mein Gott. Ruhig, ruhig. Eigentlich müssen wir jetzt nur noch warten, bis der große Stachel wieder kommt. Das wird also ein Geduldsspiel. Ich glaube, ich hole mir gleich die obere runter. Und. War ich gut? Nein, nein, nein. Was? Du bist doch scheiße. Los, geh weg. Denke ich mal, definitiv die Pflanzen jetzt füttern. Gott. Gott. Ja. Ja, Papa. Oh nein! Oh, ich hab's kommen sehen. Verdammt. Wow, sogar bei so einem kleinen Spiel ist man so ein bisschen unter Anspannung. Uncoole Story, einfach uncool. Oh, nein. Oh mein Gott, wie die Angst hat. Nehmen gleich die. Ah, nein. Oh, was? Na. Ah. Oh mein Gott, ey. Vor allem frage ich mich, ist das eine Pflanze? Soll es eine Pflanze sein? Will es uns mit seinen Wurzeln töten? Aber auf jeden Fall kommt mir das Worten aus den Wurzeln unserer Hörner gemacht? Die Frage stelle ich mir gerade. Oh Gott, beweg dich! Oh. So, komm mal runter, meine Gute. Gott. Jetzt kommt die auch noch random. Bestimmt gleich wieder so ein großer kommen.
Ja. Okay. Och du Scheiße. Was? Er steckt einen echten. Boah, der Atem. Was? Jo. Bleib weg. Das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp. Da. Okay. Jetzt hat wieder was Böses vor. Oh Gott. Nicht hinsetzen. Das ist der Tod. Das heißt, bestimmt wieder laufen. Nicht mit mir, Junge. Puh. Oh, ich denke, dieses Hinsetzen. Zu aufhören. Aber interessant, dass das Vieh keinen Schatten wirft. Ist klar. Eins. Beweg dich. Gott, beweg dich, beweg dich. Weg, 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 weg. Weg, weg, weg. Da kommt was. Oh Gott. Okay, es hat nur noch ein Leben. Ah, nichts Schlimmes. Oh, mit in der Ulti oder sowas. Irgendwas Böses. Oh Gott. Was kommt denn jetzt? Ach du Scheiße! Was? Ich wusste es, es kommt irgendwie eine fucking Ulti, die einen so richtig. Ist klar. Gut, also noch mehr Abstand nehmen, am besten komplett am Rand sein. Gleich stehen bleiben. Nichts passieren. Halleluja. Da packt er noch so ein Ding aus, ey. Ich glaube, es hackt. Er gleich zwei Euro noch holen kann? Okay, das klingt falsch. Hier. Zwei gleich. Sehr gut. Gleich mit einem Rutsch. Ich drehe nicht gleich sofort durch. Na, hast du spitz bekommen, dass ich zwei schon besiegt habe? Oh, oh, oh Gott.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was, 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 was? Alles klar, ihm gefällt es definitiv nicht, dass ich schon zwei runtergeholt habe. Oh Gott. Mann, ey, wenn ihr die Steuerung hättet, dann würdet ihr auch so panisch hin und her klicken und... Oh Gott. Oh, diese Anspannung. Nein, dahin. Ja, schon. Ja. Nein. Fuck. Fuck, 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 fuck. Verdammte Scheiße. Ich hätte vielleicht den anderen erstmal abhängen sollen. Na gut. Man kann nicht alles haben. Gut. Ach, Mann. So knapp, ey, so knapp. Man darf sich auch echt nicht immer zu früh freuen und dann passiert so eine Scheiße. Aber versuchen gleich nochmal wieder Zweier abzuhängen. Ich denke mal, das passt ganz gut. Er dreht zwar so ein bisschen am Rande dann hier, die kleine Mutti, aber... Und Sportzeit. So, ist dich. Kriegst gleich was. Oh Gott. Weg von der Pflanze, weg von der Pflanze. Die sind hier überall. Oh ne, ich habe die falsche Richtung ausgewählt. Zieh dein Ding durch, Mädchen. Zieh dein Ding durch. Bleib stehen, Mädchen. Bleib einfach stehen, Mädchen. Bleib ganz cool. Musst du ganz ruhig bleiben. Oh Gott. Renn, 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 renn. Oh. Das ist ja schlimmer als ein Indiana Jones Spiel. Man denkt, das hätte einen Rhythmus, aber nein, es macht da ein wahllos random Scheiße. Ich lasse mir trotzdem die zwei nicht nehmen. Die hole ich runter. Das klingt falsch, ich weiß. Ich schaff sogar drei. Muha. Wir nehmen die gleich. Das wird Mama nicht gefallen. Das wird Mama nicht gefallen. Ah, hab ich gesehen. Oh Gott. Nein. Weg, 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 weg. Ich weiß, ich lebe hart am Limit.
Einfach ruhig stehen bleiben. Es ist alles easy. So, jetzt gehen wir schön dezent zu der dritten. Lauf, 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 lauf. Okay. Hanek! Hanek! Los, 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 los! Ich habe das Gefühl, auch wenn die vier dann gefressen sind, dass das nicht ein zwingendes Ende ist. Ist. Hier, komm, da. Ja! Ja! Oh Gott. Bist du jetzt besiegt? Bitte, 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 sei besiegt. Bitte, 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 bitte. Ich hab Angst. Ich will nicht mehr. Es hat doch irgendwo noch ein Ass im Ärmel. Bann mich nicht auf die Folter, verdammt, stirb. Dann kriegst du halt jetzt Licht ab. Vertrockne. Alter Schwede, das war schon ein interessanter Kampf. Uiuiuiuiui. Na, ja, mal schauen. Darling, it ain't my fault that you can't handle what you dishin'. Yeah, what you dishin' out. Keep on running that style and you'll soon find out what you're missing. Yeah, girl, you're missing out. Cause I don't care. Bothered by the way that I was feeling, at least I was feeling. I don't care if you burn all of myself down from the ceiling. Do it if you mean it. Mama told me not to have no regrets, cause when you open your mouth, no love, you can't take it back. Mama told me just to say what I mean, cause when you say what you mean, you'll be coming out. You can name me